Aarhus, die zweitgrößte Stadt Dänemarks, geht einen vorbildlichen Weg, um Einsamkeit zu begegnen. Mit ihrer Strategie und unterschiedlichen Projekten ist sie eine Inspirationsquelle, auch für deutsche Städte. Die Körber-Stiftung widmet sich den relevanten Themen unserer Zeit. Dazu gehört die Gestaltung des demografischen Wandels vor Ort. In einer alternden Gesellschaft wird auch Einsamkeit ein immer wichtigeres Thema. Bei ihrer Bekämpfung sind Kommunen die entscheidenden Akteure. Deshalb reist die Stiftung mit ihrer Expedition Age and City 2019 zusammen mit Demografieverantwortlichen aus ganz Deutschland nach Aarhus. Ich finde es außerordentlich spannend, wenn eine Kommune von sich selber sagt, sie will demografiefreundlich werden. Und wir sind hier ja in Aarhus, um herauszufinden, wie diese Strategie sich aufbaut und welche Elemente sie hat. In der Stadt und ihrer Umgebung leben insgesamt 345.000 Menschen. Die Kommune Aarhus organisiert und finanziert alle Angebote für ihre alternde Bevölkerung. Trotz eines vergleichsweise niedrigen Durchschnittsalters von 37,5 Jahren zeichnet sich der internationale Trend zu einer alternden Gesellschaft auch hier ab. Menschen über 60 machen in Aarhus fast 20% der Bevölkerung aus, Tendenz steigend. We have more and more people above 65 and it means that we have to take care of the things that is concerned to them. Die zuständige Behörde für Gesundheit und Pflege, das Health and Care Department der Kommune Aarhus, verfolgt im Umgang mit den Belangen Älterer einen innovativen Ansatz. Der Fokus liegt auf ihren Fähigkeiten. Selbstständigkeit soll möglichst lange erhalten bleiben. Zu einem aktiven Lebensstil wird ermutigt. Diese und viele andere Vorsorgemaßnahmen sind wichtige Bausteine des städtischen Vorgehens gegen Einsamkeit. Direktor und strategischer Vordenker in der Gesundheitsbehörde ist Hosea Cedutschke. Er hat das Konzept der liebenden Kommune entwickelt. Unsere Idee mit Loving Municipality ist, dass wir versuchen, den Menschen zu helfen, dass sie immer noch in Relationen bleiben, selbst spät im Leben. Jeder braucht Liebe, auch wenn du alt bist. Die Kommune hat erkannt, dass Einsamkeit häufig der Anfang eines Weges in Hilflosigkeit, Demenz und Krankheit ist. Wir wissen, dass Einsamkeit ein großes Problem ist, auch in Aarhus. Und besonders, wenn du älter wirst, wird es noch größere Probleme und kann zu Depressionen führen. Und wir wissen auch, dass Einsamkeit einfach schlechteres Leben gibt und man stirbt einfach von Einsamkeit. Deswegen wollen wir versuchen, die Einsamkeitskurve zu brechen. Für die Arbeit der Gesundheitsbehörde sind 5 Grundsätze formuliert worden, die für alle Mitarbeitenden in ihrer täglichen Arbeit gelten. Ihr Ziel? Mehr Freude und eine bessere Arbeit mit den Bürgern zu ermöglichen. Sie lauten: Wir halten die Bürger fern. Macht den Bürgern. Zusammen mit den Bürgern. Den Angestellten Freiheit geben. Absichtsvolles Management. Der erste Grundsatz, wir halten Bürger fern, erstaunt. Gemeint ist, je besser die Bürger leben, desto weniger brauchen sie den Service der Verwaltung. Keeping the citizens away, das ist eine sehr deutliche Strategie, die muss auch ein bisschen provozieren sein. Und wenn du so eine kräftige Strategie hast, dann musst du dann auch Initiativen machen, die die Strategie dann zum Gelingen tut. Weil sonst ist es ja einfach nur ein Stück Papier auf eine Wand. Hosea Dutschke hat mich da sehr beeindruckt mit der Vorstellung seiner Strategie, keep the citizens away, was im ersten Moment plakativ und provokativ klingt, aber einen sehr ernsten und einen guten Kern hat. Was kann man machen, um die Bevölkerung zu befähigen, auch jetzt im Alter, selbstbestimmt in seinen eigenen 4 Wänden zu wohnen, in seinem Quartier zu leben? Die Behörde sieht sich nie nur als Dienstleister. Sie ist Teil der lebendigen Bürgergesellschaft der Stadt. So wandelt sich durch eine aktive Gesellschaft auch das Selbstbild der Verwaltung vom Für zum Wir. We work with active citizens and we help them with health and care, the people who are in need of help, but we also see a lot of potentials. We also see that they can be active citizens that are a part of the municipality as a whole. So we don't just say, this is the municipality, what can we do for you? We say, what can we do together? Some people we just need to tap on the shoulder to be something for somebody else. Die Umsetzung erfolgt mit einer Vielzahl digitaler und analoger Angebote, wie dem DocX. Die Behörde legt großes Augenmerk auf technologische Lösungen. Sie sind Mittel zum Zweck, um Älteren eine längere Selbstständigkeit und höhere Lebensqualität zu ermöglichen.
Die Dänen sprechen von Frihaus-Technologie, Freiheitstechnologie. Mit dem DocX schafft die Behörde einen Raum, an dem die verschiedenen Geräte vorgestellt und ausprobiert werden können. DocX ist an interactive exhibition of health and assisted living technologies and welfare technologies. It is established as a kind of meeting place where companies can meet the citizens, all age, from the youngest to the oldest. The benefit is that the citizen has a source to be self-reliant. They have a source of knowledge. They have a place to go, to see, to touch, and also to take knowledge back. Sometimes we have younger people coming here and they saying, hey, this one I think would be very good for my grandmother. And then they come back and they try it. Sometimes they buy it. Sometimes they apply for it at the municipality. But the gain is a greater level of self-reliability. Die Gesundheitsbehörde geht auch neue digitale Wege. Mit der Online-Plattform Genlo, zu Deutsch Echo, wird ein digitaler Treffpunkt geschaffen. Hier können sich Personen für reale Treffen zusammenfinden. Genlo aims to make it possible for all citizens in Aarhus to be part of meaningful relations. Genlo funktioniert wie ein digitales schwarzes Brett. Beispielsweise wird jemand zum Kaffee trinken oder Spazierengehen gesucht, woraufhin bei Interesse die Personen in Kontakt treten können. Eingeladen wird auch zu öffentlichen Veranstaltungen wie Konzerten oder Sportgruppen. Der Fokus liegt dabei immer auf realen Begegnungen. So unterstützt das Moderatorenteam die über 1300 Teilnehmenden auch persönlich bei der Nutzung. We made it that way because not everyone are able to use digital devices. Not everyone are able to use an online platform. So we added this human function and this possibility to get help from a human being. The help that you can get from a human being in Genlo enables us to work sort of more in depth with individuals and to, because for some people it takes quite a lot and then we are able to provide some more help. Ein realer Ort der Begegnung ist das Völkerstad, ein attraktives Begegnungszentrum. Es bezeichnet sich selbst als Hjerterum, Herzraum. Der umgebaute Bahnhof zieht bis zu 6000 Besucher pro Woche an und bietet Raum für über 580 Clubs und Vereine. Über Inhalte und Aktivitäten entscheiden die Bürger in Eigenverantwortung. Ein glänzendes Beispiel für Teilhabe und Vertrauen in die Menschen. Mehr als 30 weitere Zentren finden sich in Aarhus und laden zu Gemeinschaft und Teilhabe ein. Auch in Bezug auf Wohnen geht man in Aarhus neue Wege. Im neuen Stadtteil Aarhus Ö entsteht im Auftrag der Gesundheitsbehörde ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt der Superlative. Im Haus selbst ist alles auf zufällige, absichtslose Begegnungen der Bewohner ausgelegt. Neben Wohnungen für Menschen jeglichen Alters werden viele Gemeinschaftsflächen eingerichtet. Offene Küchen, Gemeinschaftsbalkone, Theater oder Café. Überall finden sich Räume, um zusammenzufinden. I think it's a good idea because it makes the possibility for everyone to feel that they are something. They can interact with each other and they can help each other. They can share with each other, they can integrate. Just small things that make people happy, that they are able to do something for someone else. Das ist sehr beeindruckend, allein von der Dimension her. Und wiederum ist hier, anders als in Deutschland, die Stadt als Hauptplayer, als Meinungsgeber, als Steuerer ganz massiv eingebunden. Und das ist natürlich ein sehr gutes Modell, um solche Dinge zum Erfolg zu führen. Ein weiteres imposantes Beispiel für Begegnungsstätten ist das DocX. Die größte Bibliothek Skandinaviens ist ein Refugium für alle auf der Suche nach Wissen, Inspiration, persönlicher Entwicklung und Begegnung. Die einladende Lernumgebung steht jedem offen und bietet mit Cafés und Spielplätzen weitaus mehr als Wissenserwerb. Das DocX stellt die Bürgerinnen und Bürger und deren Partizipation in den Mittelpunkt. We belong together, Aarhus Kommune and DocX. And sometimes when we have these big strategies going on in the whole Aarhus Kommune, then we want to implement it in the library, in our work. And it could come through partnerships and activities and so on. Ja, die Dänen leisten sich auch den Luxus, Räume zu schaffen der Begegnung, wo unterschiedliche Gruppen, Bevölkerungsgruppen, Altersgruppen sich begegnen können, in einem wirklich schönen architektonischen Raum. Wie kann man also der Einsamkeit im Alter vorbeugen?
Was hat deutsche Städte bei der Expedition Age and City der Körberstiftung in Aarhus beeindruckt? Eine Vision, eine umfassende Strategie und eine offene Verwaltung, die zusammen mit ihren Bürgern innovative Wege geht. Also es braucht Ideengeber, Visionäre, es braucht die Umsetzung und Unterstützung durch Politik. Und das scheint mir hier in Aarhus doch in hohem Maße gegeben. Was hier ein Alleinstellungsmerkmal aus meiner Sicht ist, ist die Strategie. Hier gibt es eine konsequente Strategie von oben nach unten. Die offene Haltung, dass wir für alle da sind, dass wir alle mitnehmen wollen. Aber ich glaube, die Zeit ist reif dafür, größer und weiter zu denken und wirklich auch mehr, ja, gemeinsam Dinge anzugehen.